Erster Training kann man noch nicht viel sagen, aber natürlich, wenn man sieht, wo die Spieler herkommen, was für Erfahrungen die auch schon haben, in Europa auch, dann denke ich, dass wir sehr gute Spieler dazugeholt haben. Das war auch nötig, weil mit drei sehr guten Spielern, die uns verlassen haben, dann brauchen wir natürlich auch sehr gut besetzten Kader für die Bundesliga und Europa natürlich. Letzte Saison waren wir natürlich die Überraschungsmannschaft, ne, mit dem vierten Platz. Und ich denke, jetzt mit der Doppelbelastung wird es natürlich schwer, das nochmal zu machen. Ich denke, wir müssen damit umgehen können, mit dieser jungen Mannschaft, dass wir auf beide so, in der Bundesliga, aber auch in Europa, dass wir eine gute Rolle spielen können. Und, aber jetzt zu sagen, wir spielen ganz oben mit, das ist natürlich. Ist natürlich schwierig zu sagen. Es fängt ein neues Leben an für mich hier bei München Gladbach. Und ich freue mich auch für die neuen Herausforderungen, die ich hier habe. Also es liegt jetzt eigentlich an mir. Es ist einfach so, ich will einfach, dass es gerecht ist für die Nationalmannschaft, für München Gladbach. Und das ist wichtig, nicht, dass dort jemand böse ist. Ich habe mir eigentlich auch die letzten Tage ein bisschen überlegt, wie ich genau machen soll. Es ist sicher eine schwere Entscheidung, aber das Turnier geht ja nur 2-3 Wochen. Und ich habe jetzt nie einen Vertrag unterschrieben. Ich überlege auch für die Zukunft und nicht nur für den Moment. Und wegen dem würde ich mich auch lieber für Borussia entscheiden.